Guten Morgen, Internet! Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu unserer Rap-Battle-Folge. Wir haben uns heute alle komplett fertig gemacht und natürlich den Rap-Bot von YouTube Deutschland mit eingeladen. Heute ist mit dabei Nixstar. Warum hast du diesen Bart? Ist es dein Rap-Alter-Ego? Oder? Nee, mein Rap-Alter-Ego. Also, dass Nixstar so aussieht, ist ja ganz normal, aber du. Für mich ist es ein typischer Montag. Also, ich fühle mich gerade ein bisschen veräppelt. Ich fühle mich von dir nicht ganz ernst genommen mit, mit dem Outfit. Ja, Dito bei dir. Mit deinen Tattoos. Hallo, das ist frisch getroffen, das darfst du nicht anfassen. Nicht anfassen, frisch gestrichen, das Tattoo gerade. Frisch gestrichen, nicht draufsetzen. Ich habe hier Fragen für dich aufgeschrieben, natürlich. Ja, was machen für dich denn tolle Rap-Lyrics aus? Tolle Rap-Lyrics machen für mich aus, dass sie in einem Rap-Song vorkommen. Okay. Ich mache mir schon mal Notizen. Ja, bestenfalls sind die so ein bisschen so, weißt du, so vielschichtig. So. Sie haben jetzt nicht nur so eine einseitige Aussage, wie zum Beispiel Sturmwaffel hat einen hässlichen Bart, sondern zum Aber dafür Beispiel, ist er ziemlich smart. Dafür ist er ziemlich smart, ja. Aber ich bin krass am Start. Du, heute steht aber hier auch im Hintergrund schon was an unserer Tafel, natürlich, was dieses Rap-Battle zwischen Kelly und mir, muss man jetzt mal kurz dazu sagen, ausmacht. Und zwar machen wir heute ein Liebes-Rap-Battle. Weil der rappen kann, der macht hier nämlich gar nichts. Doch, der rappt am Ende noch mit einem eigenen Song, weil du hast uns noch was mitgebracht. Der Song heißt, um schon mal einen kleinen Teaser zu geben. Kein Thema. Kein Thema. Gut, ich würde mal sagen, Kelly, wir fangen mal an, weil wir haben für unseren Rap-Text haben wir einen Lückentext bekommen. Und ich würde einfach schon mal nebenbei anfangen, den aufzufüllen. Es ist auch ganz wichtig, Freddy, dass wir uns nicht hassen, so wie sonst immer, weil das wäre ja einfach für uns, sondern wir schreiben ein Liebes. Das heißt, ihr wollt euch komplementieren gegenseitig, ja? Absolut, ja. Das heißt, die Punchlines müssen richtig nett sein. Die müssen einfach herzerfüllt sein. Finde ich gut. Beat. Das hat funktioniert. You're a magician. Oh. Yeah. Also ich komme jetzt hier gerade nicht weiter. Guck, hier steht zum Beispiel, was ich sagen will, ist, dass du Kopf wie ein Prinzessin bist, wollte ich eigentlich dann schreiben. Ja, aber das ist auch das Gute beim Rap, du kannst Sprachen neu erfinden. Okay. Geht das? Wir betreten den Raum und pupsen, wir können zusammen Luft zerreißen. Wir betreten den Raum und pupsen, wir können zusammen Luft zerreißen. Safe, Digga. Hast du auch was, was sich auf Pupsen reimt, oder steht das einfach so für sich? Das steht so ein bisschen für sich, also als so der Breaker, so dieses Mittending, wo man sich denkt, so, hä, passt, und dann kommt es doch wieder. Ja, das kannst du auch voll bringen, weil du kannst auch einfach sein, also du kannst einfach machen so. Einfach nur machen. Mhm. Okay, ich glaube, ich muss hier mal so ein bisschen beihelfen. Du konzentrierst dich schon sehr auf Freddy, das ist ganz, ganz, ganz doof für mich. Also pass mal auf. Du kannst jetzt als erstes überlegen, wie du ihn ansprichst. So, also sagst du zu ihm, hey Freddy, sagst du, hey Digga, sagst du, hey Sturmi, sagst du, hey Bro, sagst du, hey Süßi. Ich dachte, das ist ein Liebestrack, aber gerne, das ist natürlich gerne auch. Vielleicht mag ich Pope. Okay, gut, alles klar. So. Hä, was so? Ich lese nicht mal die Sätze, ich kann nicht mal lesen. Was soll ich machen? MC Kelly. Wie soll man schreiben? Ich muss einen Freestyle rappen, wenn ich nicht lesen und schreiben kann. Verstehst du, was ich meine? Ey, wenn du es raushauen willst, dann hau es einfach raus. Überleg dir doch mal, was dich auf kitschig reimt. Witzig. Witzig. Wichtig. Witzig. Schwitzig. Listig. Glitschig. Richtig. Dis-trick. Okay, das war kitschig, aber so kann ich auch sein. Manchmal bin ich auch schwitzig und du bist trotzdem ein Stein. Ja, dann füll du doch mal aus. Ich füll das jetzt mal aus. Wozu bist du sonst hier? Ne? Weißt du, ich mag dich so derbe, auch wenn es manchmal nicht so wirkt. So sehr, du kriegst mal mein Erbe, weil unsere Freundschaft niemals stirbt. Wir sind im Grunde wie Honey und Nanny. Nur, dass wir Kelly und Freddy heißen und wir betreten den Raum und dabben. Sind süß wie Honey. Sind süß. Digga, es float! Yeah! Okay, wir sind bereit. Let's go. Erste Rap-Runde. MC ZZ Top mit Nixstar zu dem Lion. Wir sind dabei. Los geht's. Bibidi babidi skibidi scoop. Liebe. Yeah. Skrrr. Skeet, skeet, rabbity whoop. GMI. Ich glaube, das dauert noch. Ja, okay. Oh shit, ich hab den Einsatz verpasst. Egal. Ist egal. Ist Hey Kelly, ich weiß nicht, ob du es weißt, wie wichtig du mir bist. Keiner hat mitgesungen. Bisschen wack, aber jetzt geht's weiter. Bereit? Auch wenn die Welt mal um mich kreist, weiß ich,
dass du kein Versprechen brichst. Skibidi die Bar. Yeah. Cool. Okay, das war kitschig, aber so kann ich auch sein. Manchmal bin ich auch listig. Listig. Und du bist trotzdem ein Schwein. Ein Schwein, Schwein. Yeah. Ich liebe die Schweine, deswegen. Oh. Ja. Yeah. Die Adlibs. Ja, warte. Weißt du, ich mag dich so ultra, aber auch wenn es manchmal nicht so wirkt, so sehr, du kriegst mein Erbe, weil unsere Freundschaft niemals stirbt. Wer nichts wird, wird, wird. Ich hab da den genau gleiches Wort, das gleiche Wort eingesetzt. Baby, die Babe, die Scoop, Scoop. Was ich sagen will, ist, dass du Kopf wie eine Prinzessin und einfach knusprig bist. Knusprig bist wie ein Taco. Aber das ist ja bestimmt schon klar. Yeah. Freestyle. Paper drop. Give him one more. Du bist so ein krasser Salat. Salat. In meinen Augen sind wir parat. Tomaten. Hast du Lust auf Pizza? Joghurt. Dressing. Ich hab heute Abend Zeit. Hot sauce. Immer wieder ein bisschen Pause machen, damit der Rapper vielleicht vor meinem Text aufhört. Also. Okay. Ja? Ja. Ich wollte dir schon immer sagen, dass du ein Freund wie kein anderer bist. Denk daran, dass wir uns immer hauen, weil wir immer alles von den Göttern klauen. Rihanna. Göttern klauen. Ey, wir haben echt einen Kopf, ne? Das ist so krank. Ich hab bei der gleichen Strophe was so Ähnliches geschrieben. What the fuck? Den Rest vom Rap könnt ihr euch bei Kelly anhören, denn da mussten wir nichts mehr einsetzen und das ist exakt das gleiche, was sie auch rappen wird. Von daher will ich euch nicht spoilern, weil dann könnt ihr da noch aktiver zuhören, Leute. Mic Drop ist da, Liebe im Haus, Zizi MC Cracktop, was geht? Na, Liebe, cool, dass ihr da seid, rappt doch mal mit. Und jetzt ihr. War ein bisschen zu langer Text, ne? Tschüss. Yo, yo, yo. Ich spüre meine Oberlippe nicht mehr, deswegen muss ich den Bart runter machen. Okay. Hey, Popelfresse, ich weiß nicht, ob du es weißt, wie wichtig du mir bist. Auch wenn die Welt mal um mich kreist, weiß ich, dass du kein Versprechen brichst. Yeah, yeah. Okay, das war kitschig, aber so kann ich auch sein. Manchmal bin ich auch hitzig. Hitzig. Und du bist trotzdem mein Bein. 3-6. Und skr, skr, mein Bein. Weißt du, ich mag dich so derbe. Auch wenn es manchmal nicht so wirkt. So sehr, du kriegst mal mein Erbe. Erbe. Weil unsere Freundschaft niemals stirbt. Nie stirbt. Was ich sagen will, ist, dass du, Boy, wie ein Star und einfach nur ein Dope bist. Abonniert aber ist dir bestimmt schon klar. Yeah, yeah. Wir sind im Grunde wie Honey und Nanny. Nur, dass wir Kelly und Freddy heißen. Wir betreten den Raum und süß wie Honey. Was? Wie Honey? Gib mir Bienen! Yeah, yeah. Du bist so ein krasser Wichser. In meinen Augen sind wir Swag wie Nixer. Das bin ich. Hast du Lust auf Pizza? Ja. Ich hab heute Abend Zeit. Zeit. Nice. Nice, nice. Ich wollte dir schon immer sagen, dass du ein Freund wie kein anderer bist. Yeah. Denk dran, dass wir uns nicht mehr schlagen, weil immer alles sehr competitive ist. Yeah. Die letzte Strophe, die ich nicht gerappt habe, damit die Leute wissen, was geht. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie wichtig du mir bist. Uh-huh. Auch wenn die Welt mal um mich kreist, weiß ich, dass du kein Versprechen brichst. Yeah. Yeah. Das ist Liebe. Liebe, Liebe, MC Liebe. Kelly von aus. Ja, liebst du mich zurück? Wer von euch anderen Boys da draußen nein. Hat das gefühlt? Also, wenn ich jetzt mal so ein bisschen meine Bewertungskategorien abgrasen würde, ist Kategorie Nummer 1 ist schon mal Swag. Yeah. Ich muss sagen, an der Stelle hat sich Freddy ein bisschen besser geschlagen. Absolut, der hat sich heute rausgeputzt, der hat den Bart, der hat die Brille, der hat das Bandana. Der war auch ein Nasenbart manchmal, viele kriegen das nicht mehr. Der hat das Hip-Hop gelebt und ich sag mal, würde Tupac heute hier sein, er sind würde... nur Nasenhaare. Der würde auch wahrscheinlich mit seinen Nasenhaaren bei dir einschlagen. Deswegen geht der Swag-Punkt an dich.
Punkt 2 ist Flow. Punkt 2 ist Flow, das heißt, wie gut man die Silben auf den Takt bringt. Und da hat Kelly für mich ganz klar überzeugt. Kelly war dann ein bisschen mehr hinterher. Kelly hat da so bitte ba, bitte ba, bitte 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 da. Weißt du, du hast da wirklich so eine kleine Stimmführung drin. Man merkt, du hast schon mal gerappt. Bei dir war es leider richtig scheiße. Aber da würde ich mir jetzt gar keinen Kopf drum machen, weil wie gesagt, wenn er so war, fällt sogar dazu auf. Und jetzt kommt der letzte Punkt und das ist Feeling. Das ist so, wie gut man seine Lyrics wirklich verkörpert, wie authentisch man darin ist. Und da muss ich ganz klar sagen, da kriegt ihr beide einen halben Punkt. Wow. Weil ihr das beide genau gleich gut gemacht habt. Anderthalb! Und, yes. Und yes. Vor allem, weil ihr teilweise die gleichen Lyrics geschrieben habt. Also ja, teilweise die gleichen Lyrics. Ja, aber dann merkt man die Liebe zwischen uns, weil wir uns dann doch echt ergänzen und die gleichen Gedanken haben. Vor allem bei den gedruckten Sachen. Das ist echt crazy, das ist echt krass, wenn wir ein Kind hätten, das wäre das ein kompletter Mensch mal. So, wir sind jetzt fertig mit dem Spiel. Dankeschön für die Bewertung. Jetzt gucken wir uns mal die Performance von Nixter Boy an und dann sehen wir uns gleich wieder. Mein Name ist Nixter Boy. Dieser Song heißt Kein Thema und handelt von Schizophrenie und Kohlrabi-Schnitzeln. Abonniert PewDiePie. Skrrr. Ja. Ja, es ist Date Night, ich darf nicht zu spät sein. Pasta und Cuvée-Wein, ja, ich lade mein Bay ein. Rendezvous beim Lieblingsitaliener, ich sag, komm, schlag zu. Es ist wirklich gar kein Thema, es ist alles gut. Du kannst alles nehmen, haben die Herrschaften gewählt. Ja, ich hätte gern das Steak, wow, okay. Alles gut? Haben wir ein Problem? Ach nee, ich geh mal ans Buffet. Nee, sag mal wirklich, ich spür doch, dass da etwas ist. Ist das T-Bone-Steak zu teuer, Babe, dann nehm ich gern den Fisch. Herr Ober, ich nehm die Pappardelle mit Bachforelle. Nee, Babe, es ist schon okay, es geht gar nicht um das Finanzielle. Ist vielleicht kein Thema für ein Candlelight-Dinner. Denn ich weiß, beim Essen ist es meist ein Vibe-Killer. Aber da war dieses Pick mit zwei Karnickel auf deinem Tinder. Ich dachte, du wärst tierlieb und jetzt frisst du zwei Rinder? Wow, okay, du bist also so einer. Nee, ich glaube, für so einen Abend ist es einfach kein Thema, nein, es ist kein Thema. Einfach kein Thema für ein Date beim Italiener. Nein, es ist kein Thema, was du isst, ist kein Thema. Zwischen Aperitif und Apericena. Kein Thema, nein, es ist kein Thema. Einfach kein Thema für ein Date beim Italiener. Nein, es ist kein Thema, was du isst, ist kein Thema. Zwischen Aperitif und Apericena. 2400 Liter und das alles nur für einen Burger? Ich esse die Scheiße nie wieder, seitdem ich von dieser Statistik gehört hab. Du machst krassen Radau, ja. Wegen bisschen Wasserverbrauch? Ja, doch bei deinen scheiß Avocados siehst du das Ganze nicht ganz so genau. Deine Guacamole fliegt einmal um den Planeten und du glaubst, du kannst wirklich mit dem Zeigefinger wedeln. Oh, Junge. Ich müsste keinen Chicken fressen, würden Auberginen nicht so beschissen schmecken. Und hey, du kannst gerne Kohlrabi panieren, aber bitte don't call it Schnitzelschätzchen. Ich kann dir den Apfel servieren und du ihn bis auf den letzten Happen verzehren. Doch ein Küken mit Federn und Fasern und Hirn isst du nur abgepackt und paniert. Ein Drittel der Landfläche wird in die Haltung von Tieren gesteckt. Der Tisch ist gedeckt, doch wir schmeißen ein Drittel von weg. Check ich nicht. Homegirl, wir müssen weniger Fleisch essen, das ist doch keine Frage. Ich hab Argument. Du hast Bock auf ne Salami? Also, ja, okay, wenn Platz ein Problem ist, wie wär's, wenn wir die Kühe uns dann einfach hochzüchten? Hochzüchten? Ja, einfach sehr schmale, aber hohe Kühe, wie so ein Hochhaus, dann nehmen die nicht mehr so viel Platz weg. Du weißt aber schon, dass das Problem nicht löst. Und wieso? Naja, die fressen ja immer noch wahnsinnig viel Soja und um den anzubauen, wird der Regenwald abgeholzt und der Klimawandel vorangetrieben und. Ach, weißt du, ich glaube, das ist einfach alles gerade. Kein Thema, nein, es ist kein Thema. Einfach kein Thema für ein Date beim Italiener. Nein, es ist kein Thema, was du isst, ist kein Thema. Zwischen Aperitif und Apericena. Kein Thema, nein, es ist kein Thema. Einfach kein Thema für ein Date beim Italiener. Nein, es ist kein Thema, was du isst, ist kein Thema. Zwischen Aperitif und Apericena. Eigentlich versteh ich wirklich, was du meinst. Und eigentlich esse ich auch gar nicht so viel Fleisch. Und eigentlich kauf ich auch nur beim Biometzger ein. Aber irgendwie ist das alles nicht so leicht. Also eigentlich will ich keinen Kreuzzug, weil ich sowas auch wirklich echt scheiße finde. Hey, niemand wechselt Meinungen im Schatten eines Zeigefingers. Aber wenn niemand handelt, gewinnt hierzulande der Klimawandel. Ja, 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 wenn niemand handelt, gewinnt hierzulande der Klimawandel. Ja, ja. Ist mir wurscht, was du isst. Ich will dir gar nichts verbieten. Ich will dir nur sagen, es gibt sie. Eine Milliarde Alternativen.
Keine Frage, Babe, ich zahle alles. Heute, wenn du Fleisch isst, isst du Fleisch. Ich hoffe, du weißt, was das bedeutet. Kein Thema, nein, es ist kein Thema. Einfach kein Thema für ein Date beim Italiener. Nein, es ist kein Thema, was du isst, ist kein Thema. Zwischen Aperitif und Apericena. Kein Thema, nein, es ist kein Thema. Einfach kein Thema für ein Date beim Italiener. Nein, es ist kein Thema, was du isst, ist kein Thema. Zwischen Aperitif und Apericena. Wow, das war eine Hammer-Performance, muss ich sagen, ne? Ich habe alle Noten getroffen. Ja, alle Noten, A, B, C, Takte hintereinander, Wörter, Linguistik, Algebra, hast du auch mit reingebracht, ein bisschen Mathematik. Algebra. Man lernt halt einfach das mal. Das ist ganz wichtig im Rap. 1 plus 1, 3. Falsch, 2. A, B, A, B, A, A, B, B. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, schaut gerne bei Einigkeit, Rap und Freiheit vorbei, das ist ein anderes Funkformat, da geht es höchstwahrscheinlich um Kuchenbacken. Joke, Raps. Leute, also das sind die Dinge, die man rollt. Wow, okay, ich verlauf mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Deutschrap Song Quiz haben wir auch gemacht. Oder eine andere sehr cringy Folge, mit, wo wir auch schon mal gerappt haben. Ist schon eine ganze Weile her. Mhm. Mit jemandem, den ich tatsächlich aber sehr gerne mag. Und zwar mit Echo Freezy. In Köln war das damals noch. Schaut da doch auch mal rein. Ist bestimmt nicht verlinkt, weil ich es jetzt spontan gesagt habe. Und da sind sie nicht drauf vorbereitet. Aber schaut euch das mal an. Ich liebe dich, Echo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich liebe wir auch. Danke, ich Heute mich auch. Heute geht's um Liebe.